Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir ist. Lena Laval. Telefoniert haben wir schon mal miteinander. Richtig. Jetzt sehe ich dich das erste Mal in Natura. Also eigentlich ich nicht dich das auch, erste Michi. Mal. Ich habe dich sozusagen ja schon auf der Bühne mal gesehen, aber wir reden das erste Mal miteinander, ne? Richtig, ja. Okay, dann wollen wir dich den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher vorstellen. Wo kommst du genau her? Ich komme aus Stuttgart. Ja, das hört man gar nicht. Ja, danke schön. Kannst du das auch noch so richtig da so sprechen? So richtig, richtig schwäbisch, nee, das ne? nicht, nee. Aber als Kind, ja, habe ich schon geschwäbelt. Genau. Wie trainierst du dir das ab? Machst du so richtig Sprecherziehung auch und so? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben das in der Schule eigentlich schon so mitbekommen. Also die ganzen Präsentationen etc., da haben die Lehrer schon Wert drauf gelegt, dass man den Dialekt ablegt. Das ist wie bei den Münchnern, ne? Die reden auch nicht bayerisch. Es ist alles nur ringsherum auf genau, den Dörfern. Ja. So. Tatsächlich. Okay, also da hast du schon mal Voraussetzungen. Wie bist du zur Musik gekommen? Ganz kurz erklärt. Ich habe damals von meinem Bruder eine CD geschenkt bekommen, als ich 7 Jahre alt war und habe einfach beschlossen, ich möchte das auch machen, ich möchte auch so eine CD machen. Und aha. In dem Moment war für mich eigentlich klar, also wirklich schon mit 7, dass ich Sängerin werden möchte. Also dein Bruder hat dir eine CD geschenkt, aber nicht von sich. Sondern von Michelle. Ah, genau. Michelle war damals die Michelle CD. War damals, also wie oft ich das höre, dass Michelle sozusagen eine Art Vorbildfunktion hatte, finde ich richtig toll. Wollen wir erstmal Michelle hören? Gerne. So, ja. Das machen wir jetzt und es gibt auch von dir einen tollen Song, darüber müssen wir reden und es kommt noch ein Album in diesem Jahr, also du bist ja eine ganz, ganz rührige. Jetzt erstmal, da war sie 7 Jahre und sie verliebte sich in Michelle. Was war damals der Hit? Ich glaube, Sowas wie Liebe. Sowas wie Liebe, das werden wir jetzt hören. Na, dann machen wir das jetzt. Also, Sie merken sich den Namen, seien Sie neugierig. Lena Laval zu Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Michelle, ja, die hat schon was, ne? Die ganze definitiv, Aura, ja. Diese Ausstrahlung. Vor allem auch dieses immer wieder Aufstehen. Ja, hast sie du hat sehr denn viel das Stärke. Auch, genau, hast du das auch schon gemerkt, dass dieser Beruf, für den du dich ja jetzt entschieden hast und den willst du ja jetzt wirklich mit allen Fasern deines Körpers durchziehen, dass der ganz, eine ganze Menge Schattenseiten auch hat und oft ganz schön wehtut? Jetzt so richtig wehtun habe ich jetzt noch nicht in dem Ausmaß gespürt, aber ich merke natürlich schon den Stress, den Druck. Ja, meine Ausdauer, meine Disziplin, die wird schon an ihre Grenzen gebracht, auch vor allem mit den Videodrehs. Also damals in Las Vegas haben wir 3 Drehtage komplett durchgedreht, 16 Stunden am Tag. Sowas war ich auf jeden Fall nicht gewöhnt. Für den jetzt aktuellen Titel? Genau, richtig. Für Ich will nur spielen. Wie, ja. wie habt ihr da gedreht nochmal? In Las Vegas? Also wir, ja, aber wir wie lange? 3 Tage lang, 16 Stunden jeweils am Tag. Also habt ihr einen Spielfilm gemacht von 90 Minuten? Das ja, ist anstrengend, ne? Diese Locations lagen halt auch relativ weit auseinander. Wir mussten auch sehr viel fahren. Ich habe auch immer geschlafen in diesen, sobald wir 20 Minuten irgendwo waren, habe ich geschlafen. Ja, ich war wirklich fix und fertig auch von dieser Hitze. Wir hatten 50 Grad. Wir waren zur heißesten Zeit des Jahres in der Wüste. Wahnsinn. Also das war wenig Spaß, sagen wir es mal so. Und man muss sich immer gleich so hochfahren wieder, ne? Also man muss ja dann so, jetzt auf ist es soweit. Auf Knopfdruck strahlen. Auf Knopfdruck und dann darf kein Schlaf mehr in den Augen sein. Ich kenne das auch. Wo holst du dir diese Motivation her? Die ist von alleine da. Also sobald die Kamera läuft, ich habe ja wirklich Bock, das beste Video zu liefern, was ich selber möchte. Und das ist Antrieb genug. Hm. Wie geht's jetzt weiter? Es kommt ein Album in diesem Jahr. Es kommt ein Album am 27.09., mein allererstes Album. Ich bin super, super stolz darauf. Es ist ein ganz, ganz bunter Mix. Es sind ganz unterschiedliche Rhythmen. Ich habe wirklich Elektro-Beats dabei. Mhm. Es geht manches in Richtung Pop-Song, klar, das mischt sich ja ein bisschen. Es sind super freche Texte. Mhm. Es ist eine spanische Nummer drauf, die so ein bisschen spanischen Rhythmus mitbringt. Und es ist eine große Ballade mit drauf. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ja, jetzt gibt es schon 9 Songs, den wir noch nicht spielen können, der ganz, ganz neu ist. Aber das Video habt ihr schon gedreht. Das Video haben wir ganz frisch gedreht, ja. Genau, in der deutschen Hauptstadt Berlin, man nicht nach Las Vegas. Richtig, ja. Und zwar Gott sei Dank auch nicht so heiß. Wir werden darüber reden und dieses Lied auch hören. Du bleibst noch ein bisschen bei uns? Sehr gerne, wenn ich so darf. Also dann bleiben auch Sie am Radio. Ich stelle Sie Ihnen heute ein bisschen näher vor. Ich freue mich, dass Sie da ist, Lena Laval. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Original und Schlager haben wir gehört. Lena Laval ist jetzt das Original. Ja? Danke. Will ganz nach oben, ist heute zu Gast hier bei uns. Du bist auch so eine, die gerne die Fäden ein bisschen in der Hand hat, ne? Also
die sagt, wo es lang geht. Bist du die Chefin im Ring, wenn es um die Songs geht, die man, oder wie funktioniert das? Wie entstehen deine Lieder zum Beispiel? Also Olli Nova ist ja der Produzent. Er hat eigentlich die Fäden in der Hand und die Produktmanagerin. Genau, das ist die Caroline Müller und der Olli. Die zwei, ja, die besprechen sich zum Thema Songs. Das macht mehr der Olli, das Musikalische. Und zum Thema Produkt, auch was Outfits angeht, entscheiden wir alle zusammen. Wir sind eigentlich so ein richtiges Team, wo jeder die gleichen Anteile hat, sage ich mal, um seine Meinung zu sagen. Und wir einigen uns immer. Und ja, also ich bin nicht die Chefin hier im Ring oder nicht die, die den Ton angibt, auf gar keinen Fall. Aber Authentizität ist ja ganz wichtig, also diese Glaubwürdigkeit, du bringst den Song rüber, aber er muss ja ein Stück von dir selber sein. Das ist ja auch ein bisschen Schauspielerei sicherlich, aber natürlich auch ein bisschen Persönlichkeit. Das heißt, wie bringst du dich ein in die Lieder? Hast du die Ideen? Sagst du, oh, ich würde gerne über dieses Thema mal singen oder über dieses? Ich glaube, der Olli kennt mich schon ganz gut. Und er schneidet mir wirklich die Songs auf den Leib. Also wirklich diese Melodien. Er trifft auch ganz genau den Punkt, wie ich die Songs liebe, dass sie einfach super modern sind, dass sie auch als Frau sowas wie ich will nur spielen, dass sie einfach auch so ein bisschen frecher sind, auch ein bisschen unerwartet vielleicht und einfach so wie die Umgangssprache ist und nicht unbedingt so, ja, der große Sternenhimmel und alles ist nur Liebe, wofür man ja oft den Schlager so tituliert. Das hebt sich so ein bisschen ab, finde ich. Zumindest. Und von daher, alle Songs, die er mir geliefert hat, waren mega. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Song abgelehnt, wo ich gesagt habe, ja gut, jetzt nicht ganz 100%, aber auch den hätte ich eigentlich mit aufs Album nehmen können. Genau. Also, okay. Graus alle Theorie. Wir hören jetzt eben jene Single, die es auch schon als Video gibt. Und dann werden wir noch eine Runde miteinander reden. Ein bisschen Lust machen auf das, was auf uns zukommt. Ja, unbedingt, so machen wir das jetzt. Also jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Okay? Super, danke. So, bitteschön. Also zu Gast bei Radio B2 ist Lena Laval. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Noch ist sie hier, Lena Laval. Könnte ich theoretisch nochmal Michelle spielen. Das ist, kann man von Vorbild sprechen? Nee, du bist schon eine eigene Persönlichkeit, ne? Aber sie war so der... Sie war der Auslöser, definitiv. Ein Vorbild in einer Person habe ich jetzt nicht direkt. Also ich würde schon sagen, ich ziehe mir da was raus. Ich mag klar von Helene Fischer diese spektakuläre Show. Ja. Ob man das jetzt braucht, ob das jetzt jeder Künstler braucht oder nicht, sage ich mal, ist eine eigene Geschichte. Gesanglich würde ich sagen, Sarah Connor sehe ich für mich persönlich ganz, ganz weit vorne, wo ich mich so ein bisschen orientiere oder was ich einfach mega finde. So in einer Person, wie gesagt, sehe ich mein Vorbild nicht. Wo soll deine Reise hingehen? Wenn du jetzt Helene ansprichst, und du hast völlig recht, es muss nicht jeder am Silberfaden in die Arena geschwebt kommen, das wäre dann auch langweilig, beziehungsweise Maite Kelly hat gesagt, nee, das funktioniert nicht bei mir, da reicht es. Bei mir wäre die Höhenangst ein Problem, ich würde wahrscheinlich hier von da oben, ja. Aber wo soll deine Reise hingehen? Das heißt, wovon, kurz vorm Einschlafen, wovon träumst du? Der größte Traum für mich ist eine eigene Tour. Also wirklich eines Tages so weit zu sein, dass man wirklich weiß, okay, jeder Stuhl ist jetzt gefüllt von einer Person, die wirklich für dich kommt und die einfach deine Songs liebt. Das wäre für mich das Allergrößte. Ich würde gerne ein Stück Vorbild sein oder werden und... Ja, das sind so meine Wünsche. Okay. Ich nehme an, du moderierst ja auch deine eigenen Songs auf der Bühne, wenn du live. Was bietest du sonst noch so in der Show? Coverst du noch Titel? Jetzt kommt ja das Album, du hast ja viel eigenes schon, aber was coverst du da? Also ich kann ja noch nicht so ein ganzes Programm füllen mit eigenen Songs. Genau, ich habe von Andrea Berg Titel dabei, das kann kein Zufall sein zum Beispiel, auch von Vanessa Mai. Ja. Und ich habe ein super cooles Medley, das habe ich wirklich selber ausgesucht. Einfach meine Lieblingssong. Da ist Maite Kelly noch mit drin. Da ist auch ein Michelle-Song mit dabei. Okay. Genau. Super. Das kann kein Zufall sein. Das ist ein tolles Lied. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal spielen. Denn wir können ja deine neue Single noch nicht spielen. Die wird ja erst veröffentlicht und da wollen wir auch nicht vorgreifen. Du hast auch Vanessa Mai genannt. Die über Nacht kam, mit Wolkenfrei, dann alleine, ganz nach oben und plötzlich machte sie irgendetwas falsch. Das heißt, die Fans drehten sich plötzlich um. Wie schützt du dich davor? Oder anders gefragt, wer erdet dich? Ich glaube, mein ganzes Umfeld. Also meine Mama in erster Linie ganz bestimmt. Ich habe drei Brüder, die deutlich älter sind als ich. Ich habe viele Nichten und Neffen. Also es sind alles Menschen ganz dicht um mich herum, ganz viele Freunde, die mich definitiv immer wieder zum Boden ziehen. Die dir auch die Meinung sagen dürfen. Und die sagen, mir definitiv Lena, die Meinung auch nicht sagen, ja. Keinen Triller kriegen im Kopf. Okay, das ist wichtig. Gut, dann freuen wir uns auf die, kannst du schon sagen, wie die neue Single heißen wird? Definitiv, ich kann euch ein bisschen was von der neuen Single erzählen. Ja. Sie wird Hast du es ihr gesagt heißen. Okay. Also auch wieder ein Text, der
doch zu Herzen geht, würde ich sagen. Dem Leben abgelauscht. Richtig. Gibt's da viel diese Situation? Okay. Genau, das Video wird auch ganz, ganz speziell. Also ich darf dieses Mal eine ganz andere Seite zeigen. Ich bin auch super happy darüber. Okay. Ich habe ein bisschen getanzt zum allerersten Mal mit 4 Tänzerinnen. Also es wird echt ein spektakuläres Video und für mich eigentlich tatsächlich der Lieblingssong vom ganzen Album. Okay. Und das wird die neue Single, die wann genau erscheint? Am? Mitte August. Mitte August. Okay, du meldest dich dann rechtzeitig. Auf jeden Fall. So machen wir das. Also, toi, toi, toi. Wir hören jetzt, ich habe es angekündigt, Andrea Berg nochmal. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute und dass alle deine Träume in Erfüllung gehen und du keinen Triller kriegst im Kopf. Dankeschön, Michi. Ciao.